Ja, hallo Leute, willkommen. Ja, neues Wiesen, neues Glück. Ich habe gerade auf Switch noch ein bisschen gespielt, wo ich unterwegs war. Und man hat ja, ehrlich gesagt, man hat ja nie Ruhe. Man wird ja immer ständig eingeladen. Es ist, weiß ich nicht, ist irgendwie ein Trend langsam geworden, mich abzufacken damit. Also, ich weiß nicht, so langsam denke ich mal, ich sollte mal wieder ein bisschen ausmisten demnächst. So, wir gucken uns jetzt aber auch erstmal den Battle Pass an. Der sieht nämlich sehr, sehr nice aus. So, was haben wir denn hier? Cerberus. Ladebildschirm. Dann Schattenreißer. Die sehen nicht schlecht aus vom Design her. Ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie so eine zweihändige Pickaxe bekommt. Was haben wir noch? Wuff. Höllischer Biss. Oh, die sieht nicht schlecht aus, die Lackierung. Ja, sieht nicht schlecht aus. Biss der Schatten. Oh. Ah, sieht ein bisschen aus wie der Marvel-Hängegleiter. Aber ist das unten an dran hängen? Ich hätte es eher besser gewonnen, wenn man oben gleiten könnte. Dann Hades Tor. Boah, sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier? Schattenbüchse. Ach, das soll so ein bisschen an die Hand und die Kiste erinnern. Cerberus direkt bekommen. Boah, muss schon sagen, sieht nicht schlecht aus. Auf dem Konzept, was geleakt worden ist, sah eigentlich besser aus, aber in-game sieht natürlich immer noch ein bisschen anders aus natürlich. Da muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus, so die Weste dann noch mit zwei Hunden dran, zwei Wölfen. Ansonsten, ich finde, der sieht richtig, richtig nice aus, sehr nice aus. So, gehen wir mal weiter, was haben wir denn da? Aufstieg des Pantheos. Das soll der Ladebildschirm darstellen. Banner-Symbol. Unsterbliche. Ein Stil. Hartes Tor. Stil für den. Für das Motorrad. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Es geht schon los! Mann, da kriegt schon wieder Hass! Der war auch schon die ganze Zeit mich immer am Einladen. Ich habe 10 Einladungen oder so habe ich eben schon die ganze Zeit bekommen. Das war so ultra nervig. Wirklich, da kriege ich Hass. Ich krieg wirklich Hass dabei. Das nervt so hardcore. Mann, die soll endlich mal einstellen, dass man auch, wenn man auch mit dem befreundet ist, die nicht einfach direkt, löschen oder blockieren soll, sondern irgendwie stumm schalten, sodass man nicht die Einladungen sieht, wenn man gerade mit dem Beef hat oder so und du willst ihn jetzt nicht einfach unbedingt blockieren oder so, sondern das stumm schalten oder so. Es ist nervig. Es ist wirklich so hart nervig. Es fuckt mich sowas von ab, ey. Wirklich, es nervt mich einfach nur noch. Es ist so nervig. Mann! Jetzt ernsthaft? Hast du keine Hobbys oder was? Du fuckst mich so ab in letzter Zeit. Trägst du Einladerei, ey. Blockier dich gleich! So, unsterblicher Cerberus. Boah, sieht nice aus. Sehr nice aus. Was ist das? Aphrodite. Die hat ein bisschen was von Kapitel 4, Season 4. Diese Antonia sieht die ein bisschen aus. Was haben wir hier? Selfie. Herzflug. Goldherz. Herzschwert. Ich denke mal nicht, dass ich sie spielen werde. Also, sieht zwar okay aus, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Unsterbliche Aphrodite. Unsterbliches Herzruhe. Sammlerin der Herzen. Unsterbliches Herzschwert. Na noch. Unsterbliches Herzboard. Was haben wir da? Schönes Schaukeln. Ah ja, moin. Ja, moin. Unsterbliche Aphrodite. Oh, das sieht nicht schlecht aus als Stil. Oh, da ist mal was sehr Nices. Was noch? Poseidon. Hab schon gesehen, Poseidon ist ein Schlürf. Was haben wir hier? Freischimmer. Was ist dahinter? Ach, der Gem-Song davon. Oh.
Was haben wir hier? Strömungsstrudel. Oh, das sieht nach diesen Schlürf-Sachen aus. Warum gibt es nicht zur Schlürfreihe? Triton Winken. Muschel. Brandungsdreizack. Poseidon. Ja, das ist ein Schlürf-Typ. Er müsste aber zur Schlürfreihe gehören, um ehrlich zu sein. Mann, Poseidon ist versaut, um ehrlich zu sein. Poseidon hätte man echt als Art, ja, menschliche Form wie Zeus nehmen können. Aber hier das. Was haben wir hier? Unsterblicher Poseidon. Was ist das im Hintergrund? Ach, der. Ah, die. Was ist das? Finsterflut. Oh, nicht schlecht. Alle Farben hier oder was? Schlürfkönig Herausforderung. Seesignal. Unsterbliche, naja, lila eigentlich ist er. Medusa. Versteinertes GG. Wie heißt es? Gorgonen RG. Ja, mein Gegonen klingen. Augenschlenken. Medusa selbst. Die sieht nicht schlecht aus. Nicht schlecht. Kreativ. Anscheinend. So, hier Gegonen Kriegerin Medusa. Schlängelende. Beschwörung. Ein Emote. Oh! Schlecht. Schlecht aus. Naja, vielleicht doch ungewöhnlich sein, aber okay. Schlangenauge. Ja, nicht so meins. Die haben Stil. Nadine ist die Kriegerin-Variante. Was haben wir? Oh, Zeus. Ich hab schon einen Trailer gesehen. Sturmflug. Totaler Schock. Oh, der arme Jonesy. Ich frage mich, was mit dem passiert ist diese Season. Blitz Ägide. Der große Olympus. Was? Auch noch ach. Braucht man sowas im Battle Pass? Eigentlich nicht. Blitz und Donner. Oh, so eine Donnerwolke. Oder Blitz. Ja. Was man reiten kann anscheinend. Zeus. Natürlich legendär. Oh, der sieht. Der sieht schon nice aus. Sieht schon nicht schlecht aus. Schon Pickaxe dran? Anscheinend. Oh, da kommt auch noch ein Stil. Stürmischer Flug. Sieht nicht schlecht aus, der Emote. Fortbewegung. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Nachtgewitter. Reaktiv. Mit Blitzen. Sehe ich jetzt zwar nicht, aber ich denke mal ja. Blitzschläger. So wie der es dran hat. Eroberen Zeus. Oh ja, also das sieht schon sehr, sehr clean aus, ne? Sehr, sehr gut, so ohne dieses oben. Also ja, nicht schlecht aus von Zeus. Was haben wir hier? Artemis. Die Jägerin zielt. Pfeilspitzen. Schlitzer. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Glänzenden Augen. Lira der Jägerin und Mondlicht Mysterium. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Ikonen-Mode. Oder ein Copyright. Oh nee. Anscheinend nicht. Artemis, sag ich jetzt mal. Ja, die sieht nicht schlecht aus, aber so Galaxy dabei. Was haben wir noch? Unsterbliche Artemis. Ach, der Tiger. Noch jemand. Das unsterbliche Variante. Sag mal, das ist. Rot. Ah, der ist. Der hat auch einen Stil.
Und war der auch da irgendwo? Ne, der war da nicht. Das ist dann neu. Ah, das sieht nice aus. Obwohl das wieder so ein bisschen Galaxy, aber das scheint okay zu sein. Irgendwie. Oh, Hades. Hades ist Level 100, das Skin. Schattenrauch. Der Unterweltler. Hades Schlüssel. Oh, legendäre Pickaxe. Oh. Fängt das jetzt an, dass in jeder Battle Pass jetzt mal endlich wieder legendäre Sachen reinkommen? Und Pickaxe. Das ist nice. Elysium. Und Hades selbst. Weiß nicht, wenn er so eine Maske abnehmen kann, wäre vielleicht doch gut. Weiß nicht, irgendwie. Was haben wir hier noch? Unsterblicher Hades. Schlangenbiss Schlüsselring. Underworld Rock. Ihr gehört mir. Oh, Düsternis. Hades Streitwagen. Das ist auf jeden Fall ein Hängegleiter, ja, das ist es. Hoffentlich neue Animation. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Aber auch ziemlich groß. Und dunkle Verwandlung. Noch was? Reaktiv. Ich weiß nicht, da braucht er auf jeden Fall noch einen Stil. Hat er hier noch? Bonus-Stil oder so? Bin ich mal gespannt, was haben wir hier? Herzboard, neuer Stil. Das hat auch einen Stil. Oh, das Jagdgebiet. Das hört sich nicht schlecht an. Jo. Was haben wir noch? Magma Poseidon. Brandungshammer? Ist das ein Stil? Ja, das ist ein Stil von diesem Dreizack, von dem zum hier Magma Meer. Es ist eigentlich nur Orangenagelber. Okay, das ist drei verschiedene Varianten davon. Sternflug. Okay. Zeus, noch ein Stil. Ewige Jagd. Also was Galaxy-artiges. Die Olympia. Das sind die aus dem Battle Pass. Magivax, Herzensruhe, Elysische Artemis. Das sieht nicht schlecht aus. Lethe, Streitwagen. Mhm. Und hier Geronen. Ach, Mikrofon. Auch man ist wirklich wieder. Lethe Hades. Ja, der Stil sieht schon mal besser aus, auf jeden Fall. Das sieht schon mal besser aus. Bin mal gespannt, ob man... Okay, hier kommen jetzt die ganzen Sachen, Bonusstile. Wann kommen die? Das wird jetzt nicht angezeigt. Ah doch, in 20 Tagen. Das heißt, in 2 Wochen ungefähr kommt dann... Oder, nee, 3 Wochen kommt ein neuer Patch. Scheint. Ich hoffe, man kann mit Hades auch... ohne Maske, aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Das geht mir ein bisschen. So, dieser Hängegleiter kriegt einen Stil diese Woche? Oder? Nee. Ach, das kommt erst. Das ist gar nicht diese Woche. Ach ja, moin. Das ist erst nächsten Monat. Ja, moin. Banner. Donnerstoß. Mhm. Höllenfeuer Cerberus. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Also dieses hier sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier? Das wird erst in 43 Tagen freigeschaltet und da ist noch nichts drin. Anscheinend wollen die ein Geheimnis draus machen und das hier in 57 Tagen. Die Season geht bis zum 24. Mai. Was, nur so kurz? Nur so kurz? Also kann man das... Das sind insgesamt 2 Monate. 2. Mai. Ja, oder so Ende April wäre das wahrscheinlich. Ende April wäre das. Oder Mai. Irgendwann im Mai wäre das noch. Kurz vor Ende der Season. Ja, Mann. Was haben wir noch? Korra ist drin. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich habe gehört, dass es eine Avatar-Kooperation geben soll.
Und dann jetzt noch Karin bringen, das ist schon sehr überraschend, um ehrlich zu sein. Das ist sehr, sehr überraschend. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass da jetzt Battle Pass vielleicht ankommt oder so, aber nicht Karin, also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das heißt auch mögliche Items, wahrscheinlich alle Bändigungsarten, Feuer, Wasser, Erde und Luft, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es dabei ist, blaue Blitze vielleicht, obwohl, nee, nicht, dafür haben wir das von Zeus, die Blitze. Die hat auf jeden Fall wie Snake eine ganze Reihe von Sachen, da bin ich mal gespannt, was die Pickaxe werden soll, weil, soweit ich weiß, Stab oder so hatte die jetzt nicht dabei gehabt. Hängegleiter könnte ich mir gut vorstellen, der hat hier so eine Art Eisbär. Möglicherweise ist das der Hängegleiter. Als Stab, weiß ich nicht. Von Arndt vielleicht, dieser Windstab, obwohl wenn der als Kooperation reinkommen soll. Mal sehen. Wann soll das Ganze denn starten? In einem Monat. Heute in 4 Wochen. Heute in 4 Wochen? Echt an einem Samstag? Jetzt, wann ist heute der 9. Oder 9. April? Moment, ist das nicht während Ostern? Während Ostern müsste das doch sein, oder? Nee, oder? Ah doch, könnte hinhauen, oder? Könnte hinhauen. Okay. Ja, an sich finde ich Battle Pass nicht schlecht. Poseidon sieht ein bisschen, ja, ein bisschen versaut aus. Also in dem Sinne, also fühle ich jetzt nicht diese Schlürf-Variante, um ehrlich zu sein. Geheimer Skin, bin ich überrascht. Ich dachte, er kommt jetzt irgendwas anderes. Aber das, okay, sehr nice. Ich bin jetzt zwar nicht so Fan davon, dass man das jetzt hier reinbringt, aber Fan von Avatar schon, aber sowas. Dann ist die im Battle Pass, dann kommt die aber auch nicht mehr rein. Vielleicht ist die nicht so beliebt, das kann nämlich auch sein. Ich weiß jetzt nicht, für Korra. Es gibt wenige Charaktere, die man auch als Skin reinbringen könnte. Die zwei Typen, dann noch eine Frau und noch eine Frau oder so, ich weiß nicht. Das ist schwierig, naja, mal sehen, vielleicht kommt da ja was. Ja, ansonsten 24. Mai finde ich sehr nice, weil so eine kurze Season braucht man immer. Jetzt nachdem wir jetzt hier fast 4 Monate Season 1 hatten, so kurz die Season, finde ich super. Finde ich sehr, sehr super. Gut. Dann, was haben wir denn hier noch? Eminem ist drin, Slim Shady, was haben wir hier? Original im Rampenlicht. Neues Fahrzeug. Die sind ja immer noch drin. Okay, ja, dann machen wir das, war's erstmal.